So, frisch gestärkt von den Sachen. Ja, ihr habt jetzt die, ihr seht auch jetzt die Lautanzeige. So, frisch gestärkt von der kleinen Pause, gebe ich euch jetzt die Hausaufgabe. Gebt euch jetzt mal die Antwort. Die Antwort ist dieser Orden. Beim Angriff Mario Froschlaute von sich. Dieser Orden sorgt dafür, dass Logat sehr, 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 sehr schwach wird. Dann würde ich mal sagen, wir betreten jetzt die Burg. Oh, ich habe mit Kupio angefangen. Nicht gut. Egal jetzt. Was wollt ihr hier? Oh, nur die hat ja eine weibliche. Logat ist weiblich oder männlich? Ich habe keine Ahnung, ob sie jetzt beides ist sogar. Ihr seid bestimmt Kumpanen von dem feinen Typen, die vor kurzem hier waren. Was seid ihr nun alle hinter meinen Schatz? Kriegt ihr denn nie genug? Was seid ihr für Narren, mich besiegen zu wollen? Und dann solche Winzlinge, ihr seid ja nicht viel mehr als ein kleiner Himmel. Aber eure Füße riechen, als wären sie im eigenen Saft gedünnt. Lecker. Ich werde erst eure Füße ablecken, dann röste ich euch und dann. Dann was? Wow, komm, und dann was? Ach, Zeit für einen Imbiss. Wen soll ich denn nun zuerst anknabbern? Was bist du für eine fiese Kreatur, ey? Okay, ich habe eine Idee. Ich werde dich jetzt erstmal angreifen. Oh, wie geht's? Da quatscht ja ein Frosch. Wieso habt ihr das gewusst? Sofort aufhören. Ich ekel mich vom Fröschen, seit ich mich mal einmal verschluckt habe. Ich muss in dieses Qualkönnen schon früh, ich muss ganz schwach. Wir tauschen mal. Rumprina, du bist dran. Oh, ganze zwei. Rumprina, scan mal Logot. Wir haben ja seine Schwäche herausgefunden, ob das auf sich bestätigen können. So, das ist Logot. Maximal KB 20, 1,5, verteidigen eine. Logat beherrscht Dampf, Beißattacke und sie kann auch Feuerspiel speien. Sie ist hinterlistig und versucht dich zu betrügen, wenn du sie in den Enge treibst. Aber sie hat panische Angst vor einem Tier, das mit F anfängt und mit Sch endet. Also ein Frosch. Es gibt einen Orden, der damit zu tun hat. Hast du ihn schon gefunden? Wieso habt ihr das alles mit? Hast du ihn schon gefunden? So, Power Dot. Oh, ganze vier nur. Meine Kraft ist schwach. Au, oh, eine nur, eine nur. Richtig. Oh, die arme Lugrad. So, ein Pilz? Nein! Oh, eine Power Dots auf deren Fuß. Oh, ganze 10 Fass abgezogen. Oh, 1, 1, 1, 1, 1. Wow. Nein, ach, den wollte ich doch haben, ich Idiot. Jetzt habe ich einen Zuschauer verärgert. Ich mach den Kampf richtig aggressiv. Komm, Logat, rein dann. Aua, Gumbina. Ich nutze diese Gelegenheit für einen Stern. Warte. Damit die Kumbrina wieder stark wird und damit ich wieder ein paar BP habe. Die arme Kumbrina möchte ich nämlich jetzt für den Kampf weiterhin behalten, eigentlich. Ah, Kumbrina hat sein ihr Leben wieder. Sehr gut. So, Gumbrina. Am Greif, Logat, dann. Deiner Kopf los. So, Logat ist jetzt für einen Kampf unfähig. Moment, was soll das? Warte halt, ich kapituliere. Ich bin auch wieder ganz brav, aber hab Erbarmen noch. Also gut. Du hast gewonnen, du sollst 1000 bekommen. Na, wie ist denn das? Herr mit dem Geld. Vergiss es. Nein. Willst du keine Münzen? Dann sollst du einen Ohren auf meinen Schatz haben. Ein wirklich seltener Stück. Die Schauern kannst du nur hier und jetzt bekommen. Na, wie gefällt dir das? Vergiss es. Den Ohren habe ich schon, nämlich.
Gut, dann darfst du an meinen Schweißklauen riechen. Du willst doch bestimmt den exotischen, verwünschigen Duft meiner Klauen kennenlernen. Wie geht, niemals. Brrr, was für ein misstrauischer kleiner Giftquerk. Dabei ja, ist Vertrauen noch so wichtig in der Welt. Jetzt hilft wohl nur noch. Was hat er vor? Er speist die Hälfte unserer Zuschauer. Nein! Dieser Flegel. Wie schrecklich. Jetzt sind wir schon wieder kräftiger. Unerhört, lass sie uns fertig machen, Mare. Oh, sie ist doch weiblich. Oh, da habe ich so ein Transvestit. Okay. Oh, ganze vier nur abgezogen. Diese Quark macht mich unglaublich schwach. Komm, Sternenergie. Nein! Kopfnuss auf ihren Maul. Dann. So. Aua, das tut doch weh mit dem Feuer. Sollen wir nochmal Quark mit Power Dots? Ach, das hat nichts genützt. Okay, dann normaler Sprung. So, damit ist auch Logat besiegt. Bringst du nur 30? Skandal! 30 Sternpunkte erhalten. Und Logat ist besiegt. Hey! Der Kampf ging schnell, ganze 6 Minuten nur. Oh, Mario, geschafft! Ah, jetzt müssen wir nur noch das Sternjuwel finden. Wow. Was bist du denn? Puh, endlich wieder an der Luft. Aber. Hm? Vater. Oh. Oh, das ist doch mein kleiner Kupio. Kommt mir so vor, als wärst du schon ziemlich gewachsen in letzter Zeit. Hey, ziemlich gewachsen? Was meinst du? Und überhaupt, wo hast du die ganze Zeit gesteckt? Nun, auf meiner Jagd nach Logat bin ich bis hier hingekommen. Ich hätte sie fast besiegt, aber Logat hat mich überlistet und sich gefressen. 10 Jahre habe ich in ihr Wanz verbracht, im Schutz meines Panzers. Aber jetzt bin ich ja endlich wieder frei. Ich muss mal kurz die Alpha Media Karte nochmal neu starten. Wir sehen uns gleich wieder. Aber ich bin schon nicht wieder frei. Also wirklich, was haben wir uns für Sorgen gemacht? Wir hatten alle gedacht, du wärst schon lange tot. Naja, aber Hauptsache ich lebe und wir sehen uns wieder. Übrigens, Kupio, was machst du eigentlich an einem Ort wie diesem? Also wirklich, mein Vater. Ich bin hier, um Logat zu töten und das Dorf zu befreien. Was denn sonst? Was ist denn das noch? Was ist denn da noch Mario? Es ist auf der Suche. Und dann ist da noch Mario. Er ist auf der Suche nach dem Sternjuwel. Mein Gott, Papa. Das Sternjuwel. Ist da vielleicht dieses kleine Stollenchen? Was denn das? Das habe ich in Logats Bauch gefunden. Es sah aus wie ein nettes Souvenir. Leute, ich muss noch mal kurz alles noch mal neu starten. Wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt müsste alles wieder besser laufen. Da habe ich einen Logat Bauch gefunden. Das sah so aus wie ein nettes Souvenir. Das habe ich dir aber heute gesucht. Das passt ja wunderbar. Hier, für dich, Mario. Für mich? Du musst dich nicht genieren. Du bist Kupios Freund. Ich nehme das schon. Wir haben und wir haben und wir haben und wir haben... Das erste Stimme, du erhältst ein Sternjuwel. Du, deine Sternkraft beträgt jetzt 2. Mario lernt die Sternattacke Maxi Bebel. Geschafft. Kapitel Ende. Wuhu! Jetzt lese ich in meiner Schrift. Nach dem Sieg über Logat fand Mario in der Burg ein Sternjuwel. Und mit dem Sieg über Logat kehrt der Friede nach Blütenwälder zurück. Auch Kupio war glücklich, seinen totgeglaubten Vater wiederzusehen zu können. Nur Prinzessin Peach bleibt weiterhin verschwunden. Wo mag sie nur sein? Nun, Marios Abenteuer hat erst gerade begonnen. Willst du das bisherige Spiel vollständig speichern? Irgendwo. Datei werden gespeichert. Blablabla.
Speichervorgang beendet. Und jetzt geht's weiter zum nächsten Thema. Und jetzt gibt's die Patenstimme exklusiv. Boah, meine Stimme, mein Hals. Gut, dass ich vorher noch getrunken habe. Herr General, wir haben Ihre Prinzessin Peach. Also, es wird Zeit, dass du uns sagst, wo diese Karte ist. Wie komisch, dass das Internet nicht gut läuft. Prinzessin Peach! Wie oft soll ich es noch sagen, dass ich nicht weiß, wovon du redest? Sinnlos zu leugnen, wir wissen, dass du die Karte hast. Luigi, sag, was weißt du, das ist besser für dich? Wir Krusierenden sind nicht gerade geduldig, wie eine Familie. Herr General, bitte um Erlaubnis, Berichte zu erstatten zu dürfen. Gut, Luigi, was gibt's? Logarts Sternjuwel wurde von einer unbekannten Person entwendet. Was? Ist etwa noch jemand hinter den Sternjuwelen her? Und hat dieses jemand sogar Logart besiegt? Jawohl, wir haben hier einen präzisen Bericht. Die fragliche Person ist ein Barttragender mit roter Mütze und blauer Overall. Mario. Luigi als Mario. Ups. So ist auch Mario. Ist doch nicht Luigi. Na gut, über diesen Mario wirst du uns auch nachher berichten können. Wachen, bringt die Prinzessin zurück in ihren Zimmer. Zu Befehl. Guter Luigi. Aber Luigi, pass auf. Fast, das Schätzen ist zu grob an. Zu Befehl, Luigi. Zu Befehl, General. Entschuldigung, nicht Luigi. Ja, also, Krakelius, wenn dieser Mario die Karte hat, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er auch im Wunderwald auftaucht. Du musst ihm unbedingt zuvorkommen und das Sternjuwel zuerst finden. Verstanden. Zu Befehl, Herr General. Die Familie braucht dich, Krakelius. Ich frage mich, ob Krigels alleine die Sache gewachsen oder sollte ich doch ein paar Luigis dahin schicken? Fragen über Fragen. Hey, du da, Luigi Nummer 3 oder weiß ich was. Sie haben gerufen, mein General. Bring mir das Schattentrio und berichte mir. Das Schattentrio? Aber die sind doch... Egal, ruf sie sofort. Zu Befehl. Los, Luigi, und besorg mir eine Pizza. Du suchst uns, hier sind wir schon. Und hat die Prinzessin dir verraten, wo die Karte ist? Sei lieber ruhig, Brunhilde. Nur wenn ihr Peach damals nicht geschnappt habt, konnte sie die Karte diesem mysteriösen Mario geben. Das war vollkommen unmöglich, da waren zu viele Leute. Außerdem kam noch dieser komische Alte. Aber wie wäre es, wenn wir diesen Mario erlegen und dir die Karte bringen? Ich bitte darum, für unsere Pläne ist die Karte unerbärlich. Meine Untergeben werden euch die notwendigen Infos über Mario geben. Also gut, Brunhilde, ihr werdet ihn also fertig machen. Wir werden dir beide freudig berichten. Also gehen wir Roberta Barbara an die Arbeit. Okay, sehen Räume. Und das Prinzessin Peach. Oh nein! Ist schon wieder gefangen. Mario und Trotz werden sich sicher Sorgen machen. Aber wo bin ich nun hier? Könnte ich die beiden doch wissen lassen, dass ich gefangen gehalten werde? Ja, jetzt spielen wir Peach. Peach spielen wir. Dann gehen wir mal in diesen Raum vielleicht. Gibt's hier was Neues? Oh, eine Dusche, ein Handtuch, ein schöner Spiegel. Sogar Toilettenpapier, rosa Toilettenpapier, sehr schön. Ich glaube, vielleicht soll man duschen gehen. Ob ich das wohl benutzen darf? Duschi-Teil mit Prinzessin Peach. Leider dürfen wir die Details von Prinzessin Peach leider nicht sehen. Das heißt also, bitte, kleine Kinder, lasst eure Fantasie frei im Lauf. Du scares. Oh, tut das gut. Boah, scheiße, tut mir leid, das wollte ich nicht sagen.
Ah, jetzt erstmal abtrocknen. Ah. Auch hinter den Öhrchen. So, und das Kleid wieder an. Und die Krone aufsetzen. Ah, das hat gut getan. Und die Frisur sieht wieder wunderbar aus. Pass auf, und jetzt nach dem Türwechsel. Frisur wieder scheiße. Was war das? Die Tür hat sich ja von selbst geöffnet. Dann gehen wir mal hinein. Prinzessin Peach immer noch so ratlos am Schauen. Oh, bitte tut mir nichts. Wir gehen einfach mal weiter. Niemand da, oder? Gehen wir einfach mal weiter. Darf ich hier rein? Nein. Scheint nicht zu funktionieren. Ach, Mann. Seltsam. Gehen wir mal hier rein. Oh. Jetzt irgendein Technikraum. Guten Tag, Peach. Was war das? Woher kam das? Ich bin direkt vor dir. Ich bin der Hauptcomputer Tech. Nenn mich einfach Tech. General Kukios schuf mich. Ich bin der klügste Computer des Universums. General Kukios? Das war sicher dieser böse Kerl von vorhin. General Kukios ist nicht böse. Er ist großartig. Dieser Eindruck hatte ich nicht. Aber weshalb hast du mich herkommen lassen? Dein Anblick hat eine Störung verursacht. Meine Funktionen sind außer Kontrolle. Ich drohe zu überhitzen. Unverständliches Signal durchströmen mich. Das ist ein neuer Impuls. Noch seltsamer ist. Berechnung ergaben, dass ich dich ansehe und kennenlernen will. Ursachen unbekannt. Als perfekter Computer musste ich irgendwie die Ursachen dieser Störung finden. Daher rief ich dich zu mir. Mich ansehen? Mich kennenlernen? Oh, ist das schon wieder der Perversling, du Stalker? Bist vielleicht... Nein, das kann nicht sein. Du bist doch nur ein Computer. Was ist mit mir passiert? Sag mir bitte, was du darüber weißt. Nein, so etwas... Also... Ich kann das nicht sagen. Bitte sag es mir. Ich bin der beste Computer der Welt. Es darf nichts geben, das ich nicht verstehe. Aber so etwas... Du bist vielleicht... Verliebt? In mich? Verliebt, Liebe, unbekannt. Du kennst keine Liebe? Liebe ist, du willst immer mit einer Person zusammen sein. Es macht dich froh zu sehen, dass sie glücklich ist und Spaß hat. Du möchtest ihr beistehen, wenn es schrecklich ist, wenn es ihr schlecht geht. Glücklich, Spaß, Definition dieser Wörter ist unbekannt, unmöglich. Das ist als perfekter Computer etwas nicht begreife. Begreifen kann man das wohl nicht. Prinzessin Peach, Begriff Liebe bitte näher erklären. Was? Was auf einmal ist mit dir los? Es darf nichts geben, das ich nicht begreifen kann. Er bitte deshalb Hilfe beim Verständnis des Begriffs Liebe. Bitte dafür Erfüllung eines Wunsches, soweit es in meiner Macht liegt. Hilfe bei Flucht kann natürlich nicht gewährt werden. Was redest du da? Ihr habt mich einfach gefangen genommen. Und jetzt werde ich hierher zitiert und soll dir erklären, was Liebe ist? Das muss ich mir gut überlegen, selbst wenn du mir hilfst. Verzögerung akzeptiert, sofortige Antwort nicht erforderlich. Verständnis der Liebe ist jedoch unabdingbar. Tech muss ein perfekter Computer sein. Werde dir einen Wunsch erfüllen, wenn du mir dabei hilfst. Frage verstanden, bitte Wunsch benennen. Darf ich mir wirklich etwas wünschen? Dann könnte ich jemand eine Nachricht übermitteln, so schnell wie möglich? Einverstanden. Kommunikationsfunktion ermöglicht weltweites Senden von Mails. Erlaubnis zur Anwendung der Mailfunktion erteilt. Bitte mit Tastaturempfänger und Nachricht eingeben. Hier, oder? Gut. Ich schreibe etwas. Lieber Mario, ich liebe dich und liebe dich. Fertig, kannst du es abschicken? Mail verschickt. Nachricht verschickt. Für heute kannst du in dein Zimmer zurückgehen. Ich rufe dich, wenn ich wieder Fragen habe. Komischer Computer. Also dann, gute Nacht. Gute Nacht, Peach. Ein merkwürdiger Computer, oder? Auf einmal empfängt ein Computer Liebe. Willst du diesen bisherigen Vorspiel freischalten? Ja, tu was. Weiter geht's. Weiter am Text, jetzt kommt jemand anders.
Dann guck ich mal kurz. Ja, könnte passen. Ich glaube, wir besuchen jetzt Bowser. Jetzt muss ich mit Bowser Stimme. Oh, meine Stimme wird schleiden. Ich zeige meinen Auftritt, aber ich frage mich, wieso Kami Koopa wohl mich gerufen hat. Ah ja, Prinzlichkeit. Kami Koopa wird doch irgendeinen Augenblick kommen. Hier sein. Ich bitte um Vergebung, aber würde ich wohl so lange am Ende des Saals warten. Jetzt funktionieren wir nicht, Bowser. Ich habe mal gesehen, wie Bowser ein schönes, süßes Foto von Prinzessin Peach anhimmelt. Oho. Also wie er das so anschaut, sah er aus wie, ihr verschlagen. Hey, was willst du da über mich? Das ist etwa anbrennend, ihr beide. Ich werde euch anzünden. Was bist du denn für einer? Hey, Kuba. Eure Unschlagbarkeit. Ich trainiere jeden Tag hart für die große Welt darüber. Bitte denkt an mich, wenn ihr es ernst wird. Sehr schön, vergiss mir dabei nur nicht die Arbeit. So, nächstes Ding. Wer bist du denn jetzt? Oh, das ist der nächste. Lang lebe König Bowser. Guter Junge. Eure Gnadigkeit, bitte einfach geradeaus bis zum Ende des Saals. Was seid ihr denn für welche? Und der Schmidt, der spricht. Da kommt Kami Koopa. Seid mir begrüßt, eure Schlagkraftigkeit. Boah, ich muss die ganze Zeit schlimm mit dir. Mein Hals geht kaputt. Verzeiht, dass ich euch haben warten lassen. Ich war eine lange Reise. Kami Koopa, du alter Esel. Sag selber, wolltest du mich pressen? Bleib bitte ganz ruhig, eure Ratlosigkeit. Also unser Freund Mario wurde angeblich von Honig gesehen, so hört man. Was? Jetzt interessiert mich doch mal, was dieser Mario da schreibt. Und dann, du wagst es mich wegen so einer Lappeie zu stören. Hört mir zu, Bowser. Man sagt, Mario ist auf der Suche nach einem Schatz. Einem Schatz, sagst du? Er sucht wohl nach dem Sternjuwel, Sternfamilien, so sagt man. Ihr versucht gerade etwas über diese Steine herauszufinden. Aber ich vermute, sie sind ziemlich wertvoll. Sternjuwel? Du solltest mir klären, wenn sie mir zur Weltherrschaft helfen können. Halt mich über den Fortschritt der Untersuchung auf den Laufenden. Sehr wohl, verlasst euch auf mich, meine Scherkraft. Ich habe voll schlanke Scher. Mögt ihr eigentlich Rührei? Lecker, Igitt. Lecker, Rührei ist geil. Ich liebe Rührei, aber warum fragst du? Nun, die Landschaft im Feuertal ist einfach unvergleichlich schön. Und so dachte ich mir, könnten wir doch alle zusammen ein Picknick machen. Ich wäre eine Ehre, auch euch dazu zu begrüßen, zu der Maßlosigkeit. Das ist nicht die Situation für ein Picknick. Mit solchen Untergeben wirst du nie die Weltherrschaft verlangen. Aber beruhigt euch doch, eure Ratlosigkeit. Was ist denn? Hab Hunger, ja. Was? Was ist das wahr? Eure Seeschönigkeit, es ist etwas Furchtbares passiert. Prinzessin Peach ist in Ruling entführt worden. Was? Bist du ganz sicher? Wer wagt es gerade, diese Rohlinge? Also hätten sie mir noch nicht bekannt. Aber meine Untergeben führen im Augenblick genaue Untersuchungen durch. Das ist jedenfalls, dass Prinzessin Peach entführt wurde. Prinzessin Peach über meinen Kopf hinweg zu entführen? Niemals unter keinen Umständen kann ich so etwas zulassen. Wir müssen sofort los, auf nach Rohlingen. Wir müssen Polizisten. Bowser ist direkt aufgeregt. Kami Koopa läuft so langsam vorbei. Ich finde diese Aktion gerade richtig geil. Zack. Eure Wahrlosigkeit schon wartet doch. Oh, meine Hals tut, geht's bald gut. 2,5 Stunden bin ich am Aufnehmen, Leute, und ich hab's überlebt. Mein Hals geht's noch gut. Willst du nicht ein bisschen? Ja, mach mal. So. Jetzt ist Bowser auch mal vorbei. Hey, Bowser verschwindet jetzt. Okay. Kupio, du willst also mit Mario auf Wanderschaft gehen? Ja, Vater. Ich will mit Mario zusammen dieses Abenteuer fortsetzen. Und ich will ein stärkerer Koopa werden, so wie du, Vater.
Ha, gut gesprochen, du bist eben ein ganz mein Sohn. Vergiss nur eins nicht, du bist mein Sohn, Kupio, und ich bin dein Vater. Kupio, ich werde auf dich warten. Und ich werde warten, bis du als gereifter Koopa zu mir zurückkehrst. Und denk daran, du kannst immer hinterherkommen, wenn du was etwas brauchst. Nur keine falsche Bescheidenheit. Schließlich ist dieses Dorf deine Heimat. Danke, vielen Dank, aber jetzt müssen wir das Abenteuer ruft. Ich bin soweit, Mario. Wohin geht die Reise weiter? Lasst uns zunächst einmal nach Rohlingen zurück. Eines, erinnerst du dich, Mario? Hast du die magische Karte, so musst du sie vor dem Äonentor entfalten. Dann wird das Sternlicht dir zeigen, wo das Sternjuwel zu finden ist. Es gibt noch eine Fortsetzung zu diesem Spruch. Ein Juwel zeigt dir den Weg zum nächsten Sternjuwel, so ist es überliefert. Wenn wir also mit dem Sternjuwel zum großen Tor zurückgehen, werden wir bald auf der magischen Karte sehen, wo die das nächste Sternjuwel ist. Ja, dann müssen wir also noch los, dann lass uns gehen, so. Gott, ich werde jetzt erstmal speichern gehen und dann beende ich den Part. Okay, das können wir im nächsten Ding. Eieiei, ich bin ziemlich fertig mit meiner Stimme. Bin froh, wenn ich jetzt die Aufnahmesession beende. Es ist echt hart. So. Wir werden uns aber nicht mehr hier finden, sondern wir gehen dann schon, sind wir an Rohlingen zu sehen. Bis dahin wünsche ich euch sagen, sehen wir uns bei der nächsten Aufnahmesession, nächsten Part und so weiter. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Wenn ihr wollt, like das Video, bewertet es, kommentiert es und teilt es, wenn ihr es sogar möchtet. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Bis dann und ciao, Leute.